Gut und herzlich willkommen hier im Chateau Punk in meiner Bude in Sachsenhausen. Hier probiere ich in ruhiger und gewohnter Atmosphäre neue Weine, die für euch in den Shop kommen. Also schaltet ein, guckt, was auf den Tisch kommt und bleibt dran. Eine Flasche, ein Tisch und ein Wine Guy. Welcher Rotwein passt so ein bisschen auch in den Frühling oder den Frühsommer? Ich finde, neben dem Spätburgunder und dem Gamay ist zum Beispiel Sangiovese eine Rebsorte, die das ganz gut kann, durch die schöne Säure auch. Das hat eine tolle, fruchtige Komponente. Und hier habe ich mal ein Produkt, was für mich ein ganz wichtiges Projekt war. Mit meinem Freund Tom Groffels aus Belgien haben wir unseren Mentor, der leider auch viel zu früh von dieser Erde gegangen ist, aber das ist der Lauf des Lebens, einen Wein gewidmet, und zwar einen Wein gewidmet. Oh Gott. Einen Wein gewidmet. Und zwar heißt er Piccolo Mo, der kleine Mo. Er hieß Maurizio, genannt Mo von seinen Freunden. Wir haben 100% Sangiovese. Und zwar vinifiziert bei ganz lieben Freunden von uns und ganz hervorragenden Winzer aus Panzano in Chianti, dem Weingut Candiale. Da ist Jaco und Josephine Perrin, die seit 15 Jahren, sage ich jetzt mal, ich müsste es wirklich nachlesen, hochkarätige Sangiovese dort vinifizieren, ganz, ganz elegante, filigrane, finessenreiche Weine. Und wir haben gesagt, die beste Hommage kann sein, einen 100%igen Sangiovese ohne viel Schnörkel, kein Barrique, kein Holz, nur Ausbau im Beton bzw. im Zement, was eine sehr traditionelle Art ist, spontan vergoren, unfiltriert gefüllt. Und es duftet einfach wahnsinnig gut. Hier haben wir eigentlich, was Sangiovese so richtig schön kann. Eine extrem fette Sauerkirsche. Das ist ganz, ganz eindeutig. Also wenn man das einmal gerochen hat, so riecht Sangiovese. Das ist für mich ein sehr, sehr typisches Beispiel aus Sangiovese aus der Gegend. Panzano ist eh eine gute Ecke für Sangiovese. Wir sind hier an der Conca d'Oro. Das ist natürlich das Amphitheater. Eigentlich eine relativ warme Gegend. Aber die Thermik spielt hier auch eine große Rolle. Die Böden spielen eine große Rolle. Das macht eben sehr frische und saftige Weine. Da braucht man gar nicht viel Opulenz, weil die Weine schon eine gewisse Konzentration mitbringen, aber ihre Leichtigkeit nicht verlieren. Also eigentlich genau das, was ich gerne trinke. Und der Wein hat jetzt auch ein bisschen Reife schon, muss man sagen. Ich glaube, wir haben hier 16 aktuell im Jahr. Genau. Das ist jetzt echt auf den Punkt. Ein bisschen gekühlt. Ich merke gerade, ich habe das schon viel zu lange nicht mehr getrunken. Das ist extrem gut. Extrem gut. Lang. Wir haben dieses Kirschige, dann haben wir aber auch so ein bisschen was Derbes, was so ein bisschen an Räucherspeck erinnert. Witzigerweise, obwohl wir kein Holz im Spiel haben, kommt es durch. Also kann eigentlich nur von den Böden sein. Dann haben wir so Tabakblatt, ein bisschen Rosmarin und Thymian Gewürz, was so hinten raus schwingt. Aber insgesamt schön frisch und extrem lang am Gaumen. Zum Essen. Klar, hier könnte man jetzt in die klassische Richtung gehen, Toskana. Also wir könnten auch so ein Bohnencassoulet irgendwie machen mit einer geschmorten Wurst oder was kurzgebratenes, ein Bisticker, ein Rumsteak oder so. Hey, aber macht euch dazu zu essen, was ihr wollt, oder trinkt den Wein einfach so. Er macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und ich hoffe, dass er euch genauso gut schmeckt wie mir. Bekommt ihr natürlich bei uns im Shop, www.weingeist.shop. Und ansonsten wisst ihr ja, wie es funktioniert. Ihr lasst mir ein Glöckchen da, wenn ihr wollt. Abonniert den Kanal, wenn euch die Sendungen gefallen haben. Klickt euch mal durch die anderen Episoden. Es gibt mit Sicherheit ein bisschen was Spannendes zu entdecken. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, eine Flasche, ein Tisch und ich. Bis dahin, bleibt sauber.